Hallo Bert. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ein bisschen kurzfristig angesetztes Interview mit unserem Freund Rüdiger Bohrmann, der netterweise sehr viele gute Videos ins Internet stellt. Ich teile vielleicht nicht alle Meinungen mit ihm, aber wir haben viele Übereinstimmungen. Ja, wir wollten heute über ein paar aktuelle Themen reden. Also die Welt ist ein bisschen in Aufruhr. Nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch im Nahen Osten brodelt es und es kracht aus allen Ecken. Vor ein paar Tagen oder Wochen schon mittlerweile hat mir ein Bekannter, ich bin in verschiedenen Verteilern drin, weiß von teils gar nicht mehr, von wem ich da alles E-Mails bekomme, aber da war so ein englischsprachiger Brief von dem Hochgrad-Freimaurer Albert Pike. Albert Pike war ein General der südstaatlichen Armee im amerikanischen Bürgerkrieg, also im 19. Jahrhundert. Und der war Hochgrad-Freimaurer, der hat einen Brief geschrieben an einen anderen Hochgrad-Freimaurer, ich glaube Mancini. Und in dem Brief schreibt er, wir planen drei Weltkriege, zwei in Europa und einer, der dritte dann im Nahen Osten. Gut, die zwei in Europa sind schon vorbeigegangen, wir haben immer noch mit den Nachwirkungen zu tun. Und wenn man so will, kann man sagen, dass da eine Kontinuität bis zum heutigen Tage vorhanden ist, die jetzt nicht offiziell Weltkrieg genannt wird, aber vielleicht eine Art stiller Weltkrieg, der immer noch läuft. Und im Nahen Osten, zum Dritten Weltkrieg, äußerte er sich in diesem Brief dahingegen, dass er sagte, wir werden die Juden gegen die Muslime aufhetzen, wir werden die Nihilisten aufhetzen und so weiter und so fort. Also Sie können davon halten, was Sie wollen, das können Sie aber über die Suchmaschine natürlich finden. Albert Pike, Three World Wars oder Drei Weltkriege in die Suchmaschine eingeben, Letter oder Brief, und dann finden Sie diesen Brief. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Rudi? Nee, also ich bin, wie du schon sagst, also wir stimmen ja nicht so immer hundertprozentig überein und ich bin ja auch diesen Dingen sehr kritisch gegenüber, wie allem anderen auch. Ich bin unglaublich neugierig, ich höre mir alles an, aber dann sage ich manchmal dann einfach, weißt du, das ist mir jetzt zu heftig oder so. Und das ist so ein Thema, wo ich immer nicht weiß, ob die Bedeutung dieser Herrschaften nicht ein bisschen überschätzt werden, zum Beispiel von dir oder von anderen, die dann einfach sowas ausgraben und dann sagen, guck mal, was der geschrieben hat, weil das sind ja auch so Typen, die mit so einem narzisstischen Charakter, die sich auch selbst aufspielen. Und das geht ja auch aus deren Ist ein interessantes Argument, das du gerade erwähnst, also dass man vielleicht manche dieser Hochgrad-Freimaurer und Illuminaten und sogenannten Eliten zu ernst nimmt. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie sagen, ja, ich beschäftige mich zu sehr mit diesen düsteren Plänen, die da irgendwo im Internet veröffentlicht werden und die vielleicht real sind, vielleicht auch nicht. Ich sollte lieber positiv denken, weil ich durch mein positives Denken auch eine positive Welt helfen würde, mit zu manifestieren. Also das Argument begegnet mir immer wieder, dass mir Leute sagen, ja, wenn ich zu sehr mich auf diese dunkle Seite einlasse und mich in diese Gedankenwelt vertiefe, dass ich dann praktisch deren Pläne mit manifestiere. Nur, ich muss sagen, es gibt viele positiv denkende Menschen, die mir begegnen, aber leider, ist meine Erfahrung, es gibt viel mehr Menschen, die völlig gleichgültig sind und in den Tag hineinleben, möchte ich mal so sagen. Und es gibt viele Menschen, die aber auch sehr bewusst bei dem mitmachen, was das System so ihnen abverlangt oder durch den Fernseher eintrichtet. Aber ist dieses gleichgültige Dahinleben nicht genau das Leben, das diese Menschen führen wollen, nämlich für sich, für ihre Familie, für ihren Bekanntenkreis, für ihren Kiez, also dass sie bei sich bleiben möchten. Ist das nicht auch eine Stärke, dass diese Menschen auszeichnet? Sie denn einfach sagen, ihr könnt mir doch alle mal den Buckel runterrutschen, wir leben hier unser Leben. Ne? Also gerade Menschen, die nicht so angewiesen sind auf das, zum Beispiel ein städtisches Leben ist ja ein sehr komplexes, aufeinander angewiesenes Leben, während Leute, die auf dem Lande leben, zum Beispiel auch einen kleinen Teil von Selbstversorgung vielleicht auch machen können, die sind dann nicht ganz so gestresst wie wir als Städter, die dann einfach merken, wenn da irgendwie ein Stückchen irgendwo rausbricht, dann sind gleich alle im Eimer hier. Ja, da ist was dran. Also das Leben ist eines der schwierigsten Dinge im Leben.
hat mir mal meine Großmutter gesagt. Und so ist es auch hier irgendwie zu erkennen, was hier durchschimmert, was sie sagt, dass die normalen, in Anführungszeichen, Menschen, die so ihr Leben für sich selbst in den Alltag hineinleben, das ist auch was Schönes, das ist auch irgendwo ihr Recht. Gleichzeitig kann es aber passieren, dass zu viel Gleichgültigkeit gegenüber finsteren Plänen zu großem Unglück führen kann. Jean-Claude Juncker von der EU, der hat ja mal vor vielen Jahren so schon gesagt, ja, wir machen etwas und solange es keinen Protest gibt und keiner merkt, was überhaupt wirklich abläuft, machen wir einfach weiter, weiter, weiter und schaffen Tatsachen. Für wen hat er damals gesprochen? Ich meine, wenn du jetzt sagst, wir, dann hat er scheinbar nicht die Vertreter der europäischen Bevölkerung gemeint, oder? Ja, das ist natürlich eine strittige Frage, ob überhaupt Vertreter der europäischen Bevölkerung im Europäischen Parlament sitzen. Also im Herzen sollte er es fühlen eigentlich. Ich denke, er hat da einfach etwas geäußert, was die Elite tatsächlich praktiziert, tatsächlich macht, dass sie nämlich Dinge in Gang setzt, die nicht unbedingt im Interesse der europäischen Bevölkerung oder der Weltbevölkerung sind. Und solange es keinen Protest von den normalen, sogenannten normalen Menschen gibt, dass da dann einfach auch die Ergebnisse erzielt werden von den Eliten, die sie beabsichtigt haben. Man muss dazu wissen, dass die Eliten wirklich lange Zeit im Voraus planen. Also viele Dinge geschehen sehr langsam, Schritt für Schritt, damit uns Normalbürgern in Anführungszeichen vorgegaukelt wird, dass es eine natürliche Entwicklung sei. Ist es aber nicht. Ist dieses das der Social Grund dafür, dass Engineering existiert tatsächlich, Social Engineering. Social Engineering, okay. Ist das der Grund dafür, dass Sie eben dann für Ihre Kinder schon spezielle Elite-Schulen haben? Unterhalten Sie sich da über sowas? Haben die vielleicht extra Fächer wie Psychologie oder Geldsystem, was wir nicht haben? Das sind doch so quasi Herrschaftsinstrumente, die man uns vorenthält. Ne? Ja, das Interessante ist, diese Leute eigentlich sind die psychologischen Tricks, die die auf uns anwenden, gar nicht so schwierig. Es ist nur sehr geschickt vertuscht. Eine Sekunde, bevor dieser Lärm kurz vorbeigeht. Okay. Nochmals, also die psychologischen Tricks, die auf uns anwenden, sind eigentlich gar nicht so schwierig. Also das Grundprinzip ist sehr oft häufig angewendet. Wir alle kennen das aus dem Lateinunterricht oder Geschichtsunterricht aus der Schule, divide et impera, also die alten Römer haben schon dieses Prinzip verwendet, teile und herrsche. Die Engländer später dann, divide and rule war so ihr Motto, das haben sie auch fleißig angewendet, nicht nur in ihren Kolonien, auch in Deutschland, wenn man so will. Es gab 1890 in der Zeitung Truth eine Abbildung einer Deutschlandkarte, wo Deutschland bereits in vier Teile geteilt war. 1890 bereits, also ein Schelm, wer denkt, dass die Teilung Deutschlands schon so lange in Planung war, aber war es tatsächlich, diese Leute planen sehr lange Zeit voraus und wie gesagt, die führen Änderungen sehr langsam ein, damit wir denken, das sei eine natürliche Entwicklung, ist es aber nicht. Ja gut, also viele Dinge, die so vorausgedacht werden, funktionieren vielleicht auch über so eine self-fulfilling prophecy, ne? Also dass man einfach nur sagt, stellt euch doch mal vor, dies und das und jenes könnte passieren, dann sind wir wieder bei der Manifestation. Also alle Leute, die jetzt plötzlich die Angst vor diesen Sachen aufbauen und ins Feld tragen, eigentlich dafür sorgen, dass man das mehr und mehr diskutiert, dass es eigentlich auch wahrscheinlicher werden könnte, also anstatt dem einfach etwas entgegenzusetzen, eine positive Vision der Welt, ne? Das merke ich ja auch in vielen Gesprächen oder einfach nur beim Lesen, beim Hingucken, was schreiben die Zeitungen, wer sagt da welchen Kommentar, das läuft alles so in Richtung, wir haben die Deutungshoheit, ne? Das ist denen ja ganz wichtig, also die Themen zu setzen, dafür zu sorgen, dass die Menschen genau über diese Themen reden und nicht über ihre eigenen, könnten ja eigene Themen aufmachen, aber wir haben halt keine Organisation, die jetzt solche Dinge strategisch planen würde und sagen, das ist jetzt unser Thema und das hauen wir jetzt den Leuten in die Zeitungen und ins Fernsehen und in die sozialen Medien und die sollen jetzt nur noch über unser Thema reden. Zum Beispiel ein schönes Leben wäre doch ein Thema, aber wird nicht besprochen, oder? Ja, das Schwierige ist. Kochrezepte vielleicht. Ja, das Schwierige ist beim Thema schönes Leben, gehen die Meinungen selbst schon in allerlei Richtungen auseinander. Da gibt es
50 verschiedene Lager, wenn man so will. Das fängt dann dabei an, welche Religion befolge ich oder woran glaube ich oder welche Ideologie befolge ich. Und, ja, aber das sind ja alles Symptome dieses Grundgedankens, weil das soll ja alles zum schönen Leben führen. Aber ich denke, man kann sich auch auf so ein paar grundlegende Dinge einigen, auch in unterschiedlichen Lagern. Ne? So Wahrheit, Gerechtigkeit, ja? So, sind doch so eine Sachen. Frieden, kann ich so sagen, ja, das wollen wir. Und dann können sich die Leute anfangen zu streiten, wie kommen wir da hin oder so. Aber es gibt erstmal grundlegende Dinge, die wir tatsächlich wollen. Ja, wir wollen doch nicht krank leben. Ne? Das ist blauäugiges Denken, das ist irgendwie zu gutmütiges Denken. Okay. Dieses Denken, das du gerade beschreibst, geht doch davon aus, dass alle irgendwie einen Willen zum Positiven haben, zum Guten und so weiter. Das erlebe ich im Alltag nicht immer. Ich erlebe immer wieder Leute, die zu gierig sind, und aus dieser Gier entstehen dann negative Dinge wie Diebstahl bis hin zu Mord, bis hin zu Totschlag, bis hin zu Raubüberfällen und. Und also ich kann nicht, leider ist es so, dass ich nicht in jedem Menschen nur das Gute und Positive sehen kann. Und deshalb gibt es in jeder Stadt, die man sieht, auch ein Gefängnis, weil die Stadtverwaltung einfach weiß, das füllt sich im Laufe der Zeit aus Erfahrung heraus. Und naja, interessanterweise ist es aber so, es hat einen Versuch gegeben, man hat in einer Stadt offene Gärten propagiert. Und das heißt, die Leute haben in ihren Vorgärten Lebensmittel angebaut und jeder in der Stadt durfte in den Garten gehen, in den Garten des Nachbarn oder in den Garten drei Straßen weiter und sich dort von den Gemüse oder Früchten oder was immer sich etwas holen. Und die ganze Stadt hat also in ihrem Vorgarten irgendwas angebaut, Lebensmittel, und die Leute durften sich kostenlos bedienen. Und siehe da, in dieser Stadt ist die Kriminalitätsrate gesunken. Also die Leute hatten das Gefühl, Mensch, selbst wenn mir hier super dreckig geht, ich kriege immer was zu essen, weil ich kann zwei Straßen weiter in den Garten gehen, der hat da so einen fetten Kürbis stehen, den darf ich mitnehmen. Kann es nicht einfach sein, dass das diese Art des Lebens in dieser Stadt dazu für gesorgt hat, dass sie sich häufiger getroffen haben, dass also das soziale Miteinander einfach nur gestärkt wurde, wodurch du natürlich dann auch mehr Schutz hast durch deine Nachbarn, wenn die sich besser kennen. Ja, also dann sitzen sie nicht mehr hinter den Vorhängen, um zu beobachten, was du Falsches machst, sondern dann freuen sie sich, wenn du kommst und sagen, oh, da ist ja der Bernd, da gehe ich jetzt mal raus und sag dir mal guten Tag, was hat er denn gerade heute erlebt? Also so die Stärkung des sozialen Miteinanders, ist das der Gedanke, der uns weiter... Das ist sicherlich mit eine Komponente von dem Ganzen, glaube ich, auch, dass Leute zusammenkommen. Und wirklich, ja, jeder freut sich mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich gehöre da vielleicht auch dazu, weil wir Menschen sind eben irgendwie so eine Art soziales Wesen, das danach strebt, andere kennenzulernen und so weiter. Also man weiß es von Leuten, die in der Wildnis weit draußen leben oder in Australien irgendwo eine einsame Farm haben. Die freuen sich unheimlich, wenn da endlich mal einer vorbeikommt. Selbst ein Wildfremder, die sind da gottfroh, oh, endlich besucht mich mal einer, hallo. Und dann wird geredet und man unterhält sich und man freut sich übereinander. Und in der Stadt ist es wiederum so, da gibt es auch Untersuchungen, langfristig hat man festgestellt, wenn man zu viele Leute auf zu engem Raum zusammenfercht, dann entstehen Aggressionen und dann entstehen auch problematische Konstellationen im Verhalten der Leute untereinander. Das ist auch bei Rattenpopulationen so beobachtet worden und so weiter. Was ich kurz noch dazu sagen wollte, was mir auch wichtig war, es hatte in Washington D.C. vor sehr vielen Jahren, es war schon vor über 20 Jahren, vor über 30 Jahren mal einen ökumenischen Gottesdienst gegeben. Da sind verschiedene Gruppen zusammengekommen, haben gebetet für die Besserung der Umstände und so weiter, also von verschiedenen Religionsgemeinschaften. Und an dem Tag ist die Mordrate in Washington D.C., oder die Kriminalitätsrate, Entschuldigung, die Kriminalitätsrate um 30% gesunken. Und das ist auch signifikant, also sehr signifikant. Das heißt, wenn sie alle gleichzeitig in der Kirche sitzen, können sie sich nicht gegenseitig umbringen, oder? Ja, ist das schon mal ein gutes Argument, in Gottes Haus mal zu gehen. Muss jetzt nicht unbedingt nur eine Kirche sein, hätte ich nichts dagegen persönlich, aber man kann ja auch mal in hinduistischen Tempel gehen oder in buddhistischen Tempel oder auch Moschee oder sonst was. Ich sage mir immer, jede Glaubensgemeinschaft, die irgendwie versucht, Gottesliebe und Nächstenliebe zu entwickeln, zu kultivieren, ist schon auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung. Das heißt, unsere ganzen Religionen sind eigentlich schon ein Symptom des Wunsches nach einem schönen Leben, oder? Ja, aber hier gehen auch schon die Gemüter auseinander. Ja? Also
willst du nicht meines Glaubens sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Solche Sprüche hat es auch schon gegeben. Das ist das Problem, dass sich immer irgendjemand dann als Instanz Gottes auf Erden versteht und das Ganze als Machtinstrument benutzt, um die Leute auszubeuten, auszuplündern, ihre Geld zu nehmen, ihnen Vorschriften zu machen. Das ist ein gewichtiges Argument, das immer wieder auftritt bei der Debatte um Religion, dass die Religion im marxischen Sinne Opium für das Volk sei oder dass die Religion einfach nur zur Kontrolle der Bevölkerung gedacht ist oder die Leute nur sedieren soll oder so. Ich denke, das ist ein bisschen wirklich überzogener Standpunkt. Religion ist etwas, was, finde ich, auch persönlich in der Realität verankert ist. Gott ist für mich tatsächlich etwas Echtes. Und ich glaube, dass sehr viel Atheismus einfach nur eine Opposition zu einem falschen Gottesbild ist. Und da werde ich natürlich auch schon wieder viele Gegenargumente hören. Nein, nur mein Gottesbild ist das Richtige. Also es gibt 2600 Glaubensgemeinschaften auf der Erde und alle beanspruchen für sich, die reine Wahrheit zu haben. Ja, aber ich meine, wenn sich jetzt jemand als Instanz Gottes auf Erden manifestiert hat, sag ich mal, so ein Papst, ja, der setzt sich dahin und sagt, ich will diese Position behalten. Ne? Also der vertritt dann gar nicht mehr Gott, sondern der vertritt dann plötzlich sich selbst als Führer einer Religion. Das ist ein reiner Machtmensch. Der hat sich ja schon von Gott entfernt im Prinzip. Ja, das ist richtig. Und das gilt ja für alle Religionen. Das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum in unseren Breitengraden in Europa viele Menschen der Kirche den Rücken zugewendet haben oder dem Glauben überhaupt, weil sie so viele Heucheleien und Lügen im Namen Gottes gehört haben und erlebt haben. Man hört immer wieder von Skandalen mit Priestern, die pädophil sind oder weiß ich was alles. Und es wird unter den Teppich gekehrt. Die katholische Kirche hat da Leute, die zu den Familien dann hingehen und denen wirklich einen Haufen bares Geld auf den Tisch legen und sagen so, ihr unterschreibt hier, dass ihr nicht vor Gericht geht, dass ihr das nicht publik macht, kriegt aber dieses Geld dafür. Und da gibt es also Zeugenaussagen von Leuten, die also solche Geschäftchen in Anführungszeichen dann mit den Opferfamilien machen. Ja, da muss man dann immer weiter fragen, woher kommt das Ganze? Warum dürfen katholische Priester nicht heiraten? In der Ehe, Priester, die verheiratet sind, die sind da dann weniger mit solchen Neigungen irgendwie befallen, weil sie einfach ihre Ehefrau haben und eine gewisse Befriedigung empfinden. Und da forscht man nach, stellt man fest, im 12. Jahrhundert wurde in der katholischen Kirche das Zölibat eingeführt. Warum? Weil die Kirche festgestellt hat, wenn unsere Priester sterben, geht das Erbe an ihre Familie. Wenn er aber nicht verheiratet ist, dann geht das Erbe wieder zurück an die Kirche. Und dann hat man das Zölibat eingeführt. Das war also ein finanzieller Grund, wenn man so will. Ja, das ist ja sowieso heftig, wenn man da die Geschichte der katholischen Kirche sich anguckt. Die Inquisition zum Beispiel, über 500 Jahre, haben sie auch permanent den Besitz von Menschen eingezogen, die sie einfach nur beschuldigt haben, irgendetwas Unrechtes gemacht zu haben. Das ist der totale Wahnsinn. Das ist eine reine Machtmaschine. Ja, das letzte Inquisitionsopfer gab es 1826 in Spanien noch, also zu einem noch so späten Zeitpunkt. Aber das ist Gott sei Dank vorbei. Ich persönlich bin ja für Glaubensfreiheit, aber man wird immer wieder Normen in einer Gesellschaft finden, die Menschen dazu bewegen, bestimmte Gesetze zu erlassen. Jetzt zum Beispiel wird in einem Bundesland, ich weiß jetzt nicht welches es ist aktuell, will man in einem Bundesland es einführen, dass die Einbürgerung in Deutschland oder in diesem Bundesland in Deutschland davon abhängig ist, dass man Israel quasi moralisch, geistig unterstützt und hinter Israel steht. Das finde ich ist eine sehr problematische Angelegenheit, weil Israel ein künstliches Gebilde ist, ein künstlich geschaffener Staat, der vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht existiert hat. Es dient auch nicht dem Frieden, so etwas, überhaupt nicht. Ja. Ja, weil es eine Vorgabe eines Glaubenssatzes, das müsst ihr jetzt so hinnehmen, das ist jetzt so, und das darf jetzt nicht hinterfragt werden. Und da sind wir jetzt bei dem Problem, wie Religionen miteinander umgehen. Also im Nahostkonflikt, da stoßen der Islam und das Judentum aufeinander, beziehungsweise das Judentum, zionistische Judentum. Also Zionismus bedeutet die Bewegung innerhalb des Judentums, die Juden aus der ganzen Welt wieder zurück
in ihre sogenannte angestammte Heimat Israel zurückbringen wollten. Allerdings gab es fast 2000 Jahre lang kein Israel, weil die ja in alle Welt sich verteilt haben. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel 1870 in ganz Israel, gerade mal 2% Juden gelebt haben. Es gab keine einzige rein jüdische Siedlung, sondern die waren über ganz Palästina verteilt. Die Rothschilds haben 1870er Jahre schon erste Farmprojekte von Juden in Palästina finanziert. Und dann gab es den Theodor Herzl mit seinem zionistischen Weltkongress, also diese Bewegung, die versucht hat, die Juden wieder nach Palästina zu bringen. Darf man darüber überhaupt reden, was du jetzt hier sagst? Ja, das ist das Problem. Das ist schon so ein Holzhammer-Thema, wo dann ein anderer kommt und sagt, oh, guck mal, der redet über dieses Thema, das müssen wir sofort unterbinden, sind wir wieder bei der Deutungshoheit. Ne? Ja, das ist ein wirkliches Problem, das ist ein wirklich sehr gravierendes Problem. Über die wichtigen Dinge wird man animiert, gar nicht nachzudenken und gar nicht zu sprechen. Und da liegt der Hund begraben. Das ist ein sehr wichtiges Thema, dieser Nahostkonflikt, weil das brodelt seit Jahrzehnten, seitdem Israel existiert. Und wie gesagt, es gab im späten 19. Jahrhundert gerade mal 2% Juden in Palästina. Dann gab es den zionistischen Weltkongress, Theodor Herzl. Der Begriff Endlösung der Judenfrage stammt von den Zionisten selbst, also von den Juden, die eben die Juden zurück nach Israel bringen wollen. Und der Staat Israel ist künstlich geschaffen worden, englische Mandatszeit und so weiter. Die Zionisten haben sogar mit den Nationalsozialisten, das ist aktenkundig, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, haben mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, um Juden nach Palästina zu bringen. Das ist eine lange Geschichte und dann wurde irgendwann dann in den späten 40er Jahren Israel dann ganz auf den Weg gebracht und hat im Laufe der letzten 50, 60 Jahre, 70 Jahre stetig sein Territorium auf Kosten der Palästinenser erweitert. Und wir sollen dazu Applaus klatschen, weil, so hat mir ein Grüner das erklärt, einer von der Antifa, ja, die Juden dürfen Palästinensern Land wegnehmen und das machen, was da passiert, weil sie haben den Holocaust erlebt. Seltsam. Also ich meine, so ein Antifaschist muss doch eigentlich der Macht entgegentreten, der brutalen, totalitären, das ist ja auch eine, die einfach so ein Ding in die Welt setzt und sagt, wir haben jetzt jedes Recht der Welt, die anderen niederzumachen. Ich meine, was unterscheidet die von anderen Systemen, die brutal waren vorher? Ja, das ist ein Thema, das bei uns emotional so aufgeladen ist. Und wir, gerade in Deutschland, werden so dermaßen in eine Richtung gepeitscht, nämlich pro Israel zu sein, auf alle Kosten, um jeden Preis. Und da stimmt doch irgendetwas nicht mehr. Ich kann doch nicht sagen, nur weil mein Großvater gelitten hat, darf ich jetzt machen, was ich will, jedes Verbrechen begehen, das mir gerade einfällt. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, nicht jedes Verbrechen begehen, das mir einfällt, in diesem Zusammenhang Israel, aber die machen da schon Sachen, die einfach von der UNO wiederholt zigmal verurteilt worden sind, zigmal von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verurteilt worden sind. Aber die USA haben immer ihr Vetorecht eingelegt und Resolutionen der UN gegen Israel nicht erlaubt, dass die umgesetzt werden. Und da sind wir auch wieder bei einem wichtigen Punkt. Die Vereinten Nationen sind keine demokratische Institution, weil es gibt einen permanenten Sicherheitsrat von 5 permanenten Mitgliedern, die die einzigen sind, die ein Vetorecht haben in der UNO. Alle anderen dürfen schön den Mund halten, weil entweder Russland, USA, Großbritannien, Frankreich und China sagen ja oder nein. Ja. Und wenn einer von denen nein sagt, dann sind alle Resolutionen wertlos. Also nicht alle Resolutionen, aber die betreffenden Resolutionen zu denen, die Nein sagen. Das ist alles andere als Demokratie. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Und deshalb kann man auch verstehen, dass die UNO einfach nur ein Machtinstrumentarium ist von bestimmten Eliten, die das so konstruiert haben, dass 5 Nationen eigentlich die absolute Macht über das haben, was die UNO jetzt entscheidet oder nicht. Wie wird das weitergehen? Wird das dabei bleiben? Wird man ihnen das Veto irgendwann mal streichen? Was ist das Ziel des Ganzen? Ich meine, wenn du sagst, die planen über Jahrhunderte hinweg, was soll denn jetzt aus Israel werden? Ein größeres Israel oder ein den Nahen Osten beherrschendes Israel? Oder was soll das werden? Wohin wollen die? Naja, von dem, was ich so als Politiker,
gewisse Personen, was ich da gehört habe bezüglich dieses Nahostkonfliktes, der soll eskaliert werden, der Iran soll involviert werden und so weiter. Das soll ein richtiger, richtig heißer Krieg werden, ein richtiges Gemetzel. Und das ist auch nicht allzu schwierig. Das ist zwar schwer zu erklären jetzt in Kürze, aber der Iran ist ebenfalls steuerbar. Also man versucht immer alle Seiten steuern zu können in einem Konflikt. Und das ist auch mit dem Iran leider der Fall. Könnte ich detailliert erklären, dauert aber zu lange. Da müsste man dann zwei weitere Sendungen nur zu dem Thema machen. Aber es ist so, die versuchen immer alle Politiker irgendwie gefügig zu machen, sei es durch Bestechung oder Pressung und so weiter. Da gibt es mal eine Party, da wird ein Politiker irgendwas in seinen Cocktail gemischt und schon ist er sexuell sehr stimuliert und was weiß ich. Das reicht ja auch schon anzudeuten, dass die Macht gefährdet ist, dieser einen Person durch irgendetwas. Es kann ja einfach nur Finanzielles sein zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Iran, Straße von Hormuz, angenommen, dass die würden jetzt tatsächlich ihre Macht nutzen und da diese Meerenge einfach mal dicht machen, dann verlieren sie Geld. Und das richtet sich natürlich auch gegen die eigenen Politiker. Ja, aber letztlich auf der höchsten Ebene sind in diese kleinen Verluste, das sind nur taktische Verluste, keine strategischen Verluste. Taktische Verluste nehmen die in Kauf, sei es, dass der Ölpreis mal wirklich in den Keller geht oder sei es, dass der Dollar mal schwach wird oder der Yen oder Yuan schwach wird. Das sind taktische Verluste, die alle mal in Kauf nehmen. Man kann mal eine Schlacht verlieren, aber man möchte den ganzen Krieg gewinnen. Was ist denn der ganze Krieg? Und der ganze Krieg ist halt einfach der Versuch, die Menschheit unter Kontrolle zu bekommen. Die Menschheit zu versklaven hört sich schon wieder zu verschwörungstheoretisch an. Aber sagen wir mal so, wir haben einen echt hübschen goldenen Käfig. Also wir haben einen Farbfernseher, der mittlerweile 2 Meter groß sein darf. Und die Anzahl der Stunden, die statistisch ein deutscher Fernsehen konsumiert, hat über die letzten 30, 40 Jahre hinweg sich verdreieinhalbfacht, wenn ich richtig weiß, und so weiter. Also ein Hochgrad-Freimaurer hat mir persönlich gesagt, es war noch nie so einfach, Leute Gehirn zu waschen wie heute. Und er hat dabei Fernsehen explizit erwähnt. Und es ist wirklich erstaunlich, was man mit der Glotze alles machen kann. Neue Konsumziele vorgeben. Ja. Elektroauto oder so. Ja, und auch Verhaltensmuster vorgeben. Also wenn das und das Thema kommt, dann hast du schon so und so zu reagieren. Und wenn du es nicht tust, bist du konditioniert. Ja, man wird dann schnell abgestempelt, wenn man aus der Norm abweicht. Die Norm ist aber leider nicht immer das Optimale und nicht immer das Gute. Also es gibt. Ich meine, du bist damit ja auch nicht gut gefahren in deinem Leben, dann immer deinen eigenen Weg zu gehen. Das ist dann ja problematisch, oder? Ja, es ist schwierig. Ich habe versucht, Aufklärungsarbeit etliche Jahre zu betreiben, ist aber tatsächlich auch so abgelaufen, dass ich nicht unbedingt nur Freunde gewonnen habe. Eigentlich bist du doch so der Prototyp eines investigativen Journalisten. Warum bist du da nicht gelandet? Also warum bist du heute nicht Doku-Filmer und deckst Sachen auf? Ja, meine Schwierigkeit ist, dass ich nicht bei Viertel- oder Halbwahrheiten Schluss mache. Halbwahrheiten zu erzählen, ist immerhin schon die Hälfte der Wahrheit. Ist ja schon mal etwas. Ich versuche dann aber immer weiterzugehen und leider gehe ich da oft zu weit, als dass ich dann irgendwo als Investigativjournalist anerkannt werden könnte. Und dann steht plötzlich der Geheimdienst vor dir und fragt dich, für wen du arbeitest. Oder? Ja, ich habe Kontakte mit Geheimdiensten gehabt und auch mit Diplomaten und Politikern, die man Namen nach die meisten Deutschen kennen und so weiter. Aber das ist ein schwieriges Milieu. Vor der Kamera sagen die das eine, hinter der Kamera sagen die wirklich ganz andere Sachen, die sie sich nie trauen würden, vor der Kamera zu sagen. Das kann ich wirklich aus erster... Die müssen auch Angst haben, dass da ein Aufnahmegerät mitläuft. Machen die es heute immer noch so? Kann ja jeder mit dem Handy da auf Aufnahme schalten. Ja, das ist richtig. Aber meine Erfahrung nach ist, also ich habe auch spontane Gespräche mit manchen dieser Leute gehabt. Und die sind ja auch nur Menschen. Die denken auch nicht ständig dran, der könnte jetzt sein Handy irgendwie auf Aufnahme geschaltet haben. Okay. Und da sagen die auch manche Sachen, die sie wirklich vor der Kamera nicht sagen würden. Aber ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich will auch jetzt nicht mich selbst in Schwierigkeiten bringen und auch nicht bestimmte Individuen in Schwierigkeiten bringen. Aber sagen wir mal so, es gibt im Politapparat Leute, die versuchen, Gutes zu tun. Ein deutscher Politiker hat mir mal gesagt, als ich ihn auf bestimmte Themen angesprochen habe, internationale Politik und so weiter, hat er gemeint, wir sind zu schwach. Wir Deutsche sind zu schwach. Und wenn wir einen Blick auf die Landkarte werfen, Deutschland ist ein sehr kleines Land. Wir haben es
zu tun mit Großmächten wie USA, China, Russland und so weiter, Indien aufsteigende Großmacht und so weiter und so fort. Warum spielen wir uns da so fürchterlich auf? Warum tun wir mal so, als ob wir viel größer sind, als wir eigentlich wären? Ja, ist ein bisschen vielleicht eine kleine Krankheit von uns, dass wir irgendwie, aber das trifft man auch anderswo, dass wir was Besonderes sein wollen, dass wir irgendwie stolz sein möchten, dass wir irgendwie unsere Brust rausstrecken wollen und ah, wir sind doch etwas, wir gelten doch etwas. Das ist vielleicht so ein Versuch, sich selbst am eigenen Schopf aus dem Wasser zu ziehen, wie man so sagt, weil man so attackiert wird als Deutscher, dass man dann irgendwann auch mal was Positives über Deutschland oder über die Deutschen hören möchte. Und das kann ich irgendwo verstehen. Also die Deutschen werden zu viel attackiert, es wird zu viel auf ihnen herumgetrampelt. Ständig wird man beschuldigt, Nazi zu sein, Militarist zu sein. Es wird überall. Aktuell machen wir uns nur lächerlich in der Welt mit unseren Projekten, oder? Ich habe mal gesagt, momentan gibt es wieder den Spruch, also die Politik verhält sich wieder so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber diesmal in der grünen Variante oder in der rot-grünen Variante meinetwegen. Und das geht auch wieder nach hinten los. Wir sollten wirklich ein bisschen vorsichtiger sein und einfach uns nicht reizen lassen, bestimmte Dinge und Projekte und bestimmte Richtungen in der Politik zu unterstützen, also die uns in Schwierigkeiten bringen. Ich finde Neutralität, wie Bismarck sie schon angestrebt hat, Deutschlands, wäre sehr begrüßenswert. Bismarck ist nicht von den Russen oder von den Sowjets dazu gedrängt worden, die gab es damals ja noch nicht. Aber wenn ich jetzt sage, Deutschland sollte nach Neutralität streben, dann wird mir unterstellt, ich sei ein russischer Agent, weil die Russen seit den 50er Jahren propagieren, es sollte ein neutrales Deutschland geben. Ich bin kein Sowjetagent, wenn ich sage, Deutschland soll neutral bleiben. Also, weil Neutralität würde uns aus vielen Schwierigkeiten heraushalten. Und wir haben nicht die historische Verpflichtung, überall unsere Leopard-Panzer und Waffen hinzuschicken, wo irgendwie möglicherweise Bruderkrieg entbrennt. Ja, weiß ich jetzt. Am Arsch der Welt. Ja, wir sind nicht für diese ganze Welt verantwortlich. Es ist auch eine Art von Eitelkeit, genau, zu denken, dass wir Deutsche für alles verantwortlich sind. Und dass wir alles sind. Ich bin so wichtig, ja, dass ich alles. Wir machen jetzt diese. Wir verschenken jetzt unser Geld ganz schnell. Ja, und für ein ganz wichtiges Projekt. Nebenan sammeln die Alten im Müll, im Müll nach Pfandflaschen und wir haben ja so viel Geld. Ja, also das Ganze auf der Ebene der Eliten, die sehen, wie gesagt, die sehen die Bevölkerung als Zahlen. Wir sind für die einzelnen Zahlen. Das heißt ja auch manchmal, dass unsere Geburtenurkunde, Registriernummer an Börsen gehandelt wird. Irgendwie, ich habe das noch nicht ganz durchschaut, da hört man so irgendwie. Aber also ich glaube, das macht den Kohl auch nicht fett. Ja. Es ist auch tatsächlich egal. Also das gehört zu diesen Geschichten, die man sich so erzählt, die vielleicht wahr sein könnten, aber die tatsächlich nicht so entscheidend, glaube ich, sind für unser tägliches Leben. Ja. Weil wir sind ja auch gestartet irgendwie mit dem Gedanken, wie gestalte ich selbst mein eigenes Leben so, dass es schön wird? Wie trage ich mit diesem Handeln dazu bei, dass es der Gesamtheit irgendwie gut geht? Ne? Ohne dass ich permanent irgendwelche Führungskräfte in Position bringe, die sich dann gegenseitig die Köpfe einschlagen und wir dann darunter leiden. Weil letztendlich ist das so wie beim Schachspiel. Die Könige bleiben zum Schluss stehen, alle anderen sind vorher umgefallen. Ne? Und das brauchen wir eigentlich nicht. Also wir geben zu viel Macht nach oben stets. Ja, das ist ein wichtiger, sehr, sehr guter Punkt, sehr gutes Argument, über das man immer wieder reden sollte, dass wir Macht an die Eliten abgeben. Und das ist aber, es ist letztlich alles, was so stattfindet in der hohen Politik, ist ein Kampf um unsere geistige Macht und Energie, weil die Menschen haben sehr viel Macht und Energie. Und es ist immer ein Kampf darum, wohin die Energie von uns Menschen hin kanalisiert werden soll. Weil wir, im Englischen gibt es diesen Begriff Empowerment. We empower our politicians, our leaders und so weiter. Das heißt, wir geben unsere Macht an die ab. Wir ermächtigen die. Wir ermächtigen Politiker, wir ermächtigen unsere Führer und so weiter und so fort. Und das ist, was stattfindet. Das ist ein ständiger Kampf um diese Energie der Menschen. Und man kriegt Leute dazu, bestimmte Dinge zu tun, indem man sie konditioniert. Und das läuft die ganze Zeit ab. Man versucht, uns durchs Fernsehen massiv zu konditionieren und so weiter und so fort. Man hat zum Beispiel, wenn ich das erwähnen darf, einen Versuch gemacht. Man hat Leuten
Leute in eine Gruppe getan, hat es insgeheim gefilmt. Und das war wie so ein Klassenzimmer-Szenario oder Seminarraum-Szenario. Und da hat ein Lehrer vorne auf die Tafel ein paar relativ einfache mathematische Formeln geschrieben und aber ein falsches Ergebnis dabei herauskommen lassen. Und die meisten waren Schauspieler und da waren nur ein, zwei Testpersonen dann mit in diesem Klassenzimmer mit dabei. Und die haben alle gesagt, ja, das Resultat ist richtig. Und am Anfang haben die beiden protestiert, nee, das ist falsch, das Ergebnis ist ja wirklich falsch gerechnet. Und die anderen haben aber darauf bestanden, nee, das ist genau das richtige Ergebnis, alles korrekt. Mhm. Und die beiden haben dann sichtbar schnell nachgelassen und sind kleinlaut geworden und am Schluss haben sie wirklich gesagt, ja, das ist aber richtig. Solche Situationen kennen wir ja auch aus dem Leben. Ne? Das sind dann Situationen, wo wir sagen, ist ja nicht so wichtig. Hier in Kürze ist Pause und dann ist das alles vergessen und dann sage ich nochmal dem einen oder anderen, was ich wirklich davon halte. Aber jetzt in dieser Situation mache ich jetzt mal keinen Wind. Ja, es kann auch sein, dass die später sich dann denken, ja, was war das für ein schräger Haufen von Dummköpfen oder so. Genau. Aber ja, ja. Trotzdem, in der Situation haben sie sich dann so verhalten. Und wenn jetzt diese Situation, wenn man das jetzt überträgt, in eine öffentliche Debatte, die im Fernsehen abläuft, und einer vor laufenden Live-Kameras im Fernsehen dann sagt, ja, also wenn die Mehrheit es so sagt, dann wird es schon so richtig sein, dann haben sie in dem Augenblick ihr Ziel erreicht, ja, mit diesem Effekt. Und das ist halt, verkaufen. Man kann eine Masse von Leuten, kann einen energetisch schon fertig machen, selbst wenn man im Recht ist. Aber durch die Masse der Fehlgeleiteten kann man einzelne Abweichler, die Wahrheit sogar sagen, nachweislich sagen, kann man bedrängen und in Schwierigkeiten bringen. Hexenverbrennung. Und wirklich so den Mob gegen die Kleinen, gegen irgendwelche Leute aufhetzen, die wirklich versuchen, die Wahrheit zu sagen und sogar im Interesse dieses Mobs handeln. Ganz schlimm aber, ist es ja, wenn jetzt Leute im Mob drin sind, die eigentlich die Wahrheit kennen, aber nur mitmachen bei diesem Mob, um sich selbst anscheinend schützen zu können dadurch. Ja, oder meine Freunde sind da dabei, dann mache ich halt auch mit. Ja, ich will mich sowas ja jetzt nicht rauskatapultieren aus der Menge. Gibt's alles. Und deshalb sage ich nur, lassen Sie sich zu nichts voreilig hinreißen, lassen Sie sich nicht drängen und hetzen. Ja, es gibt sowas wie eine ungöttliche Hektik. In der Hektik trifft man manchmal dann wirklich falsche Entscheidungen. Man muss einfach in Ruhe nachdenken dürfen. Genau. Und nicht einfach so, nur weil die allerlei psychologische Tricks gegen uns anwenden, die sehr, sehr schlau sind, sehr ausgeklügelt sind, dann irgendwie dann etwas äußern, was einem später dann leid tut. Ja, also ich sag mal, die Antifa, die Antifanten, die Leute, die manchmal total seltsame Meinungen haben, schreiben ja auch Kommentare unter meine Videos, wie zum Beispiel, wer redet, der handelt nicht. Was würdest du dem entgegnen? Die Hierarchie geht ja immer erst von Gedanken aus, dann in Worte, dann in Handlungen. Das Sprechen und Handeln der Menschen ist werdegangsspezifisch und wunscherfüllungsorientiert. Und dieses Sprechen und Handeln ist gelenkt und geleitet von grundsätzlichen Überzeugungen, meistens metaphysischen Konzepten des Daseins, die uns auf eine bestimmte Art und Weise Entscheidungen treffen lassen und auch Vorentscheidungen treffen lassen. Über das Thema rede ich erst gar nicht, weil das ist für mich Verschwörungstheorie. Und da sind schon Leute, die so denken, so konditioniert worden, dass sie einfach die Wahrheit quasi instinktiv oder fast wie einen Instinkt ablehnen, weil sie einfach so ihnen das so anerzogen wurde. Und wir müssen lernen, auf subtile Mechanismen zu achten und vorsichtig zu sein, wenn wir Zeichen der Manipulation erkennen. Und die sind allgegenwärtig. Ja, man kann positiv manipulieren, man kann ein Kind, das dauernd schreit und blablabla, mal einen süßen Lolli geben und dann leckt es da eine halbe Stunde rum und gibt Ruhe und ist glücklich. Man kann aber auch Manipulation negativ verwenden. Ja, man kann Leute mit einem
mit einem Lolli oder als Erwachsenen mit einer guten Mahlzeit, ja, Currywurst locken zur Impfung. Ja, also da würde ich mir doch sehr, sehr schwere Gedanken machen, ob das noch gut sein kann. Ja, aber das hat wirklich bei vielen funktioniert. Ja, ich kriege eine Currywurst. Inzwischen zahlen sie 150 Euro, habe ich gelesen. Ja. Wow. Und es ist also herausgekommen, die eigenen Studien der Firma Pfizer in den USA, die eigenen Studien, also die Unterlagen sind eigentlich geheim gehalten worden, aber man hat die doch herausgeklagt und so weiter. Und es ist herausgekommen, dass die ihr eigenes Produkt für toxisch halten. Und ich weiß nicht was, also ich muss da vorsichtig sein, wie ich mich da äußere, aber das war eine Schlagzeile, die ich im Kopf hatte. Also überprüfen Sie das selbst. Ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass Sie das als toxisch deklariert haben, aber das war eine Schlagzeile, die ich in diesem Zusammenhang gelesen habe. Aber da gibt es etliche Artikel, lesen Sie sich da mal in die Thematik ein. Also es hat mehr Nebenwirkungen gegeben, zumindest als bekannt gegeben wurde. Und ich weiß es aus meinem Umfeld, viele Leute haben Nebenwirkungen durch diese Impfung gehabt. Lungenprobleme, Herzprobleme, Allergien, Krebs bis hin zum Tod. Wirklich, habe ich alles in meinem Umfeld irgendwie zu hören bekommen von Leuten, die ich getroffen habe, mit denen ich drüber geredet habe. Und das ist schon sehr schwerwiegend. Man muss auch wissen, dass kaum Nebenwirkungen von Impfungen gemeldet werden, weil ein Arzt muss sich, um das zu melden, eine Viertelstunde pro Patient mindestens hinsetzen, einen Bericht schreiben. Wird aber nicht dafür bezahlt. Und wenn er vorher selbst geimpft hat, dann würde er auch ungerne Nebenwirkungen zugeben, berichten. Dass er vielleicht schuld daran war, weil ja, das ihm ja auch auf die Füße fallen. Könnte ihm irgendwann juristisch ein Problem werden. Ja. Und deshalb wundern Sie sich nicht, dass in den öffentlichen Statistiken die Nebenwirkungen nicht in dem Maße auftauchen, wie es der Sache angemessen wäre. Überprüfen Sie das alles selbst, was wir hier sagen. Also es gibt sehr viele Kritiker aus Fachkreisen, also Ärzte, Mikrobiologen und so weiter und so fort, die diese ganzen Impfungen sehr kritisieren und ablehnen. Ich kenne selbst hier in der Gegend 4 Ärztinnen, die nicht geimpft haben, weil sie gesagt haben, zu riskant, zu viele Nebenwirkungen, zu wenig erprobt und so weiter und so fort. Und ich will doch nicht russisch Roulette spielen, nur weil im Fernsehen dafür Werbung gemacht wird. Das kriegen wir nicht wieder eingefangen. Also manche Leute wundern sich ja, dass, ich sag mal, wir sind ein bisschen ruhiger geworden in unserer Argumentation, weil als es anfing mit Corona, da konnten wir tatsächlich noch Menschenleben retten. Dadurch, dass wir den Leuten gesagt haben, jetzt passt mal auf und guckt da mal hin und informiert euch endlich mal. Aber jetzt ist die Kuh ja bereits eingebrochen. Nicht vom Eis, sondern... Ja, also es ist leider in manchen Fällen schon zu spät, aber ich habe wirklich, einer hat mir gesagt, ja, er hatte sehr schwer, also er hat sich impfen lassen, weil am Arbeitsplatz Druck auf ihn ausgeübt worden ist. Und dann hat er gesagt, er hat wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen, wirklich, er war sehr, sehr krank, schwere Nebenwirkungen nach der Impfung gehabt, nach beiden. Und dann hat er gesagt, die ganzen Verschwörungstheoretiker haben recht gehabt. Ja, dann haben sie bestimmt gekündigt, ne? Nee, der hat sich mir gegenüber so geäußert, nicht seinen Chefs gegenüber oder seinen Vorgesetzten. Das Schlimme ist ja so, was der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Kennst du die Antwort darauf? Sag es mir. 3 Monate. Naja, also. Ja, die Entwicklung im Geiste der Menschen, ja. Aber die 3 Monate reichten den Mächtigen schon aus, dass wirklich Millionen Leute hingehen, Schlange stehen, um sich dringend schnell impfen zu lassen. Tja. Ich will jetzt nicht alle Impfungen ablehnen und nicht alle westliche oder Schulmedizin ablehnen, weil da gibt es auch gute Sachen dabei. Aber es gibt halt Sachen, die sehr mit Vorsicht zu genießen sind und Sachen, zu denen echte Alternativen existieren. Also ich denke, was schon rausgekommen ist, das, was wir wirklich ablehnen, ist Manipulation und Propaganda. Ja. Ja, also wir wollen sachlich informiert werden, korrekt informiert werden. Ja, und wenn allein so ein Präparat schon verkauft wird mit einem leeren Blatt Papier, wo nichts draufsteht, kann vielleicht mal eine Woche lang so sein oder ja, einen Monat. Du beziehst dich jetzt auf einen Beipackzettel. Da war wirklich bei manchen ein leerer Beipackzettel mit dabei. Diese Informationen müssen natürlich schnellstens nachgeliefert werden. Es kann so nicht bleiben. Und wo es dann ranging, damals an die Kinderimpfung, da habe ich mir gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wissen aus den RKI-Berichten, dass die Kinder davon nicht betroffen sind. Wir wissen aus der Berliner Corona-Schulstudie, dass die Schulen kein Infektionsherd waren
Und die Verantwortlichen, die Schulsenatorinnen von Berlin, ja, die haben sich darum Dreck geschert. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und die müssen dringend vor einen Untersuchungsausschuss, damit sie sich dort mal äußern können zu ihren Entscheidungen, warum sie denn so entschieden haben. Ich möchte wissen, wie das zustande gekommen ist. In Brandenburg läuft es ja schon. Ne? Ja, das Problem ist, wenn Leute berechtigterweise auf diese Probleme hinweisen, auf diese Defizite oder auf darauf, dass da wirklich einiges sehr schief gelaufen ist, dann wird einfach gar nicht darauf reagiert von den betreffenden Politikern oder betreffenden Entscheidungsträgern. Und das ist ein weiterer Trick, sich das Problem vom Hals zu schaffen, indem man es totschweigt, indem man einfach gar nicht mehr drüber redet. Ein Corona-Kritiker kriegt halt nicht den Platz eingeräumt in den öffentlichen Medien, wie einer, der die offizielle Linie schön brav predigt und reproduziert bei jeder Gelegenheit. Ja, der Witz ist ja immer noch, dass die Kritiker wurden ja zum Beispiel auch völlig unzulässigerweise als Covidioten, Corona-Leugner und ähnliches bezeichnet, anstatt sie einfach mal ernst zu nehmen mit ihrer Kritik, mit ihrer Maßnahmenkritik. Ne? Nichts anderes war das ja. Ich habe mein gelbes Impfbüchlein sogar mal in einem von meinen Videos hochgezeigt, um zu zeigen, wie viele Impfungen ich habe. Ich bin auch kein Impfgegner, jedenfalls nicht gewesen zu dem Zeitpunkt. Inzwischen sage ich, bin ich so alt, ich brauche in meinem Leben keine Impfung mehr und ich brauche auch keine Spritze mehr und ich werde auch keine mehr nehmen. Punkt, aus, vorbei. Das war's. Diese Schulmedizin hat sich so verhalten, wie ich es nie von ihr erwartet hätte, völlig verantwortungslos. Und solange die noch nicht mal den Versuch unternehmen, sich auf irgendeine Weise zu rechtfertigen, und zwar sachlich korrekt, ja, kann ich das nicht entschuldigen? Können wir alle das nicht entschuldigen? Und sie haben überhaupt kein Vertrauen verdient, also mehr als das Nötigste noch an mir machen lassen zu können. Ja? Also das ist, na, die Formulierung war jetzt nicht ganz sauber, aber egal, Sie haben es schon verstanden. Ich habe kein Vertrauen mehr zur Schulmedizin. Na, also wenig. Ne? Also wenn es jetzt um Chirurgie geht oder solche Sachen, klar, das können die zusammenschrauben, zusammenflicken und solche Sachen. Aber diese Chemikalien, die sie uns da permanent da reintun, die haben alle leider Nebenwirkungen, die sie uns bei vielen Dingen eben unzureichend erläutern. Ne? Sie stehen ja meistens auf den Beipackzetteln, aber selbst wenn ich 5 Medikamente kriege und diese Beipackzettel dann hintereinander lese, dann heißt das ja nicht, dass da nicht auch noch Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten zum Beispiel auftreten können. Hatte ich selbst alles. Also ich habe mir ist eine Palette von Medikamenten verschrieben worden. Ich hatte Übelkeit davon, Erbrechen, Schwindelgefühle, was war noch, Durchfall und was weiß ich alles. Deine Ärzte interessiert das nicht, ne? Die sagen halt, ja, kann passieren, aber und dann? Da wurde mir gesagt, sie gewöhnen sich daran, der Körper gewöhnt sich daran. Toll. Naja, und ein anderer Arzt sagt mir dann, ja, dauerhaft Medikamente einnehmen ist belastend für die Leber. Das ist ja allgemein bekannt, aber die sagen auch mal unterschiedliche Sachen. Ja, der eine Arzt sagt dieses, der andere Arzt sagt jenes. Ist ja auch schon ein bisschen verwirrend. Na, du unterschreibst ja auch, dass du selbst die Verantwortung trägst. Ja, bei einigen Sachen, ja, ist es ja. Also, ich weiß manchmal nicht. Also, wie gesagt, für mich gilt das Motto, was heilt oder wer heilt, hat Recht. Also, ich lehne nicht komplett die Schulmedizin ab, aber ich sage, man sollte offen sein für naturheilkundliche Alternativen. Natürlich. Also ob es jetzt chinesische Medizin ist oder Ayurveda oder deutsche oder europäische Kräuterheilkunst oder sibirische Kräuterheilkunst, was immer es sein mag. Ich bin da ganz offen. Ich sage nur, es gibt ein doch nachvollziehbares Interesse auf Seiten der Pharmaindustrie, ihre Milliardengewinne nicht aufzugeben, ja, zugunsten von nicht patentierbarer Medizin wie Naturpflanzen. Sie sehen den Menschen ja auch zu einseitig nur quasi so als Körper. Ja. Die ganze Psychosomatik wird völlig ignoriert, ja, es wird zu wenig mit dem Patienten gesprochen. Ja, es ist ein zu mechanisches System. Und ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, die hat es genau das bestätigt, hat auch gesagt, ja, also wir haben zusammen Papiere ausgefüllt und dies und das, also medizinische Sachen. Und kamen wir auf das Thema, ja, eigentlich sind die Ärzte so viel mit Bürokratie und Management und Verwaltung und
Buchhaltung beschäftigt, dass das wirkliche, also die Heilung des Patienten oft in den Hintergrund geschoben wird, weil man einfach das Arbeitspensum nicht anders bewältigen kann. Aber gut, also das ist ein langes Thema. Ich würde aber sagen, wie gesagt, wer heilt, hat recht. Und ich würde nicht alles gleich schlecht reden, weil es ist ein wichtiges... Machen wir ja auch nicht. Also ich habe psychologisch auch schon mal gesagt, also unser Hauptvorwurf ist Manipulation und Propaganda. Ja. Und diese Manipulation und Propaganda kann wirklich auch dazu führen, dass Leute ihre geistige Energie, ihre Heilungskraft in bestimmte Dinge hineinstecken quasi, die eigentlich gar nicht so funktionieren normalerweise. Aber es gibt nicht nur den Placebo-Effekt, sondern auch den Nocebo-Effekt. Also der Placebo-Effekt ist, dass man zum Beispiel schon manche Leute sehen einen Arzt den weißen Kittel und werden schon halb gesund, allein dadurch, dass endlich sie einen Arzt sehen. Rettung. Ja, die Rettung, der wird mich heilen sofort. Sofort geht es ihm besser. Und es gibt aber auch den negativen Effekt. Ja, wenn jetzt einer sich wie ein Schornsteinfeger anzieht und uns mit dreckigen Händen eine Pille verabreichen will, dann haben wir schon ein eher negatives Gefühl oder so. Also es gibt auch die negative Komponente. Es ist je nachdem, wo unsere geistige Kraft hingelenkt wurde. Es kann aber sein, dass wirklich ein schwarz angezogener Schamane aus Südamerika uns irgendwie eine heilende Pille in die Hand drücken würde, nur weil er jetzt noch ein paar Indianerfedern auf dem Kopf hat und ein bisschen wild aussieht und ein bisschen bemalt ist, kann das schon für uns ein abschreckender Faktor sein, weil wir so erzogen wurden, so konditioniert wurden, dass wir da nicht viel davon halten. Aber da gibt es in Peru zum Beispiel oder im Amazonasgebiet Sangre de Drago und Camu Camu und Sacha Inchi Öl und ich weiß nicht was. Also es gibt so viele gute Sachen, die nachweislich wirken. Aber gut, ich wäre ja für eine Medizin, die alle guten Dinge mit in sich hineinschließt. Und das ist aber dann etwas viel von dem Arzt verlangt. Der kann sich nicht in 50 verschiedene Medizinrichtungen spezialisieren. Ich denke mal, viele Ärzte, die machen ja Zusatzausbildung. Ne? Also wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel auch einfach nur gute Bücher liest nebenbei und sich dann nochmal zusätzlich schlau macht, dann wäre das ja schon mal was wert. Also es gibt ja immer neue Dinge oder auch alte, Maria Treben oder so, Kräuterbüchlein. Das kann man sich doch mal angucken und sich da inspirieren lassen. Hildegard von Bingen, genau, und so weiter. So eine Sache. Also die haben bereits, man hat alte lateinisch verfasste Bücher, Medizinbücher aus Klostern, die Jahrhunderte alt sind, übersetzt und festgestellt und dann das im Labor eben nachproduziert und festgestellt, die hatten damals schon vor Jahrhunderten Antibiotika, die aus hier in Europa wachsenden Pflanzen hergestellt worden sind. Also gerade zufällig ein Video gesehen über die Kräfte der Brennnesselwurzel. Irre, kann man sich Tinkturen selbst herstellen. Ja? Interessanterweise ist es in Frankreich verboten, Brennnesseln zu sammeln. Bis zu, ich glaube, paar tausend Euro Strafe, wenn man selbst eigenständig Brennnesseln sammelt in Frankreich. Was ist der Grund dafür? Das weiß ich nicht. Das ist vor etlichen Jahren eingeführt worden. Ich bin ja jetzt nicht zu auf dem aktuellsten so. Stand. Ja, wahrscheinlich nicht gesund für den Geldbeutel der Pharmaindustrie. Oh Mann. Ich möchte jetzt auch nicht alles von der Pharma schlecht machen, aber wirklich, die Pharmaindustrie hat den sechsfachen Umsatz der internationalen Rüstungsindustrie. Und das will wirklich etwas bedeuten. Also da geht es nicht nur um ein paar Milliarden, da geht es jährlich um hunderte Milliarden, hunderte, wenn nicht schon Billionen weltweit betrachtet. Und das ist eine gigantische Summe und da sind Leute schon für sehr wenig Geld umgebracht worden oder aus dem Verkehr gezogen worden, ja, und geschädigt worden. Als der Seehofer, glaube ich, Gesundheitsminister war, da hat er es ja auch gesagt, die Leute, die gewählt wurden, haben nichts zu sagen und die was zu sagen haben, wurden nicht gewählt. Achso, ja, das war Seehofer. Ja, damit meint er, glaube ich, genau diese Leute. Der hat gesagt, als er selber Gesundheitsminister war in Berlin, hat er manche Dinge gar nicht durchsetzen können, weil die Pharma-Lobby zu stark war. Ja. Also selbst als Bundesgesundheitsminister, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat er manche Dinge nicht durchsetzen können, weil die Pharma-Lobby zu stark war. Die haben schon ihre eigenen Referenten im Bundesgesundheitsministerium drin sitzen, die an den Gesetzen mitschreiben, die dann nachher im Bundestag verabschiedet werden. Das ist unglaublich. Und Seehofer war ja noch kein Lobbyist der Pharmaindustrie, wie das Spahn zum Beispiel war, oder? Mhm. Oder Lauterbach jetzt ist. Die immer schön über die Drehtür, ja. Und also es gibt Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, die mich ein bisschen an
an einen Diktator aus der deutschen Geschichte erinnern, der irgendwie einen nicht sehr buschigen Bart hatte. Aber mein Gott, also ich, ja, wie dem auch sei, also es ist immer so, der Faktor Gier, da kommen wir wieder zurück auf ein Thema, das wir vorher angesprochen hatten, schöne, heile Welt sich wünschen, aber manche Leute haben irgendwie das Denken, ja, wenn ich mehr besitze, wenn ich mehr anreichere, dann erst geht es mir richtig gut. Und daher kommt dann Diebstahl, auch im großen Stil, in staatlichem Stil. Wenn man sagt, früher war die Mafia an der Ecke mit einer Maschinenpistole vor 100 Jahren und die haben dann im Laufe der Jahre gemerkt, ja, so schaffen wir uns keine Freunde. Und dann haben sie die Maschinenpistolen abgelegt und sich in Anzug und Krawatte geschmissen, um in der Politik ihr Unwesen zu treiben. Ich will jetzt natürlich nicht jedem Politiker das unterstellen, aber also, es gibt die Kriminellen auch in diesem Bereich ganz zweifellos, die also, ja. Da empfehlen wir dann einfach mal ein paar Mafia-Filme zu gucken, zur Inspiration. Ja, das Dumme ist, dass in diesen Mafia-Filmen teilweise auch so eine Mafia-Romantik angeworben und angepriesen wird. Also wie bei diesen Al Pacino-Filmen. Ehrenmänner sind. Ja, die sind Godfather und wie die alle heißen, da das alles angebliche Ehrenmänner, schminken sich das ab. Ich meine, gut, ich hab auch mit Kriminellen zu tun gehabt, die längere Zeit hinter schwedischen Gardinen verbracht haben. Und ich kann sagen, Knast kann Menschen ändern. Also es gibt Menschen, die einsehen, ja, so viele Jahre hinter Gitter zu verbringen, ist nicht so ganz berauschend. Und die werden dadurch wirklich ein bisschen gemäßigter. Und nicht nur ein bisschen, sondern die geben halt kriminelle Sachen wirklich auf. Und es ist also, das System Knast funktioniert irgendwo ein Stück weit und deshalb glaube ich auch generell an Bestrafung, weil Bestrafung bei manchen Leuten einfach wirkt. Nicht nur bei manchen, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen wirklich wirkt. Es gibt Leute, die sagen, ja, weiß ich schon, gut und böse, lass einfach alles geschehen, was geschehen soll. Aber es gibt Leute, die, wenn man sie lassen würde, wirklich täglich einen umbringen würden, weil sie Lust darauf haben. Ja, gut, also wir haben trotzdem das Problem, dass die reich und mächtig sind, natürlich kaum belangt werden von der Gerichtsbarkeit. Ja, das kann ein Problem werden. Die haben das Geld, sich gute Anwälte zu leisten, zu bestechen und weiß ich was alles. Und ein guter Anwalt, sagen wir mal, muss nicht ein guter sein, sondern ein gewiefter Anwalt, wenn er genügend Geld bekommt, gibt sich natürlich sehr viel Mühe, noch die letzten Schlupflöcher zu finden, die seinen Mandanten irgendwie den Kragen retten. Ich will damit jetzt nicht alle Juristen diskreditieren. Ich habe da auch wirklich gute Leute drunter kennengelernt. Aber wo viel Geld im Spiel ist, da geben sich halt auch manche Anwälte besonders Mühe, einen Kriminellen doch noch rauszureißen. Das heißt, jetzt am 10. Dezember wurden jetzt fast 600 Anzeigen gegen Corona-Täter aufgegeben in Karlsruhe. Und es ist aber jetzt nicht damit verbunden, dass wir jetzt tatsächlich glauben, dass die sofort alle verfolgt werden. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Anzeigen relativ schnell eingestellt werden hier in Deutschland, weil eben genau die Mächtigen, die das hier veranstaltet haben, zu denen gehören, die dort angezeigt wurden. Und jetzt ist halt die Frage, wird denn das auf der nächsten Ebene verhandelt? Und da kann man sagen, das müsste so sein, aber welche Beispiele gibt es dafür, dass das jemals passiert ist, dass es nicht wieder völlig im Sande verläuft? Und es kann ja einfach nicht sein, dass immer nur die Kleinen verfolgt werden und die Großen, die sich jetzt wirklich dreistellige Millionensummen da irgendwie in die Taschen stopfen oder noch mehr, das ist die Laufende. Ja, dann kommen wir zum wichtigen Thema, der Frage, wie wehrt sich der kleine Mann oder wie kriegt der kleine Mann sein Recht? Und ich gehöre wohl zum kleinen Mann, weil ich, obwohl ich gute Abschlussnoten an der Uni hatte und so weiter, ich bin wirklich arm gehalten worden. Man hat sich echt Mühe gegeben, mich nicht hochkommen zu lassen. Und da sind also verrücktesten Sachen passiert, aber mir geht es finanziell nicht sehr gut, weil ich einfach versucht habe, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu tragen.
und krank bin ich auch und so weiter. Der kleine Mann, kann ich aber aus Erfahrung sagen, kann sich wehren, indem er zu Gott betet und zu den Heiligen und um Schutz bittet und um Hilfe bittet. Und es wirkt wirklich zu einem gewissen Maße. Und man muss da aber auch dann darauf achten, dass man unterscheiden lernt, was ist ein wirklicher Heiliger, was ist ein wirklicher Vertreter Gottes, und dass man nicht fehlgeleitet wird, auch im religiösen Bereich, weil das ist ein sehr umkämpfter Bereich, weil die Mächtigen wissen, mit Religion kann man Leute zu allem bringen. Da kann man einen dazu bringen, sich einen Sprengstoffgürtel umzuschnallen und in irgendeinen Kindergarten reinzulaufen oder auf dem Marktplatz und sich in die Luft zu sprengen. Ja, wir sollen ja auch nicht an Menschen glauben oder an Götzen, und ein Papst ist eigentlich schon ein Götzen, ja, sondern an Gott. Und das, also wenn du jetzt wirklich da zu unterscheiden lernst, dann weißt du ja, mit wem du es zu tun hast. Ich kann doch nicht Menschen anbeten, mein Gott. Ja, das Problem ist... Ich kann doch nicht dem Papst die Füße küssen. Das Problem ist, die Mächtigen wissen, dass die kleinen Leute bei Gott Zuflucht suchen und versuchen uns das abzugewöhnen. Ja. Deshalb, das haben sie auch mit der Evolutionstheorie zum Teil geschafft, dass sie die Leute mit Atheismus vollgepumpt haben. Mit der Theorie, wirklich Theorie, dass der Mensch durch zufällige Mutationen über lange Zeiträume hinweg entstanden ist. Das ist eine Theorie, die auf sehr wackeligen Beinen steht. Da gibt es sehr viele offene Fragen. Da gibt es viele Zweifel, die seit Existenz dieser Theorie nicht aus dem Weg geräumt worden sind. Darwin selbst hat in seinem Buch On the Origin of Species drei Zweifel an seiner eigenen Theorie gehabt, die bis heute nicht ausgeräumt sind. Entschuldige. Gut. Das wollte ich jetzt nur nicht auswälzen. Das kann man so stehen lassen. Ja. Kein Problem. Weil von solchen Theorien haben wir natürlich irgendwie ein paar hundert in der Tasche. Das muss nochmal genau untersucht werden. Das wissen wir. Nur so ein Beispiel: Pyramiden oder Außerirdische oder flache Erde. Es gibt in der Archäologie, es gibt in der Archäologie wirklich Funde, die einfach nicht ins gängige Geschichtsbild hineinpassen. Ja. Und zwar nicht wenige. Ja, und da gibt es ganze Bücher dazu. Das sag ich ja. Also ich bin ja auch ein total neugieriger Mensch. Und ich lehne das auch ab, das uns zu verbieten, da nachzufragen. Weil als neugieriger, wissbegieriger Mensch wird man sich das alles angucken und sich diese Fragen stellen und dann auch zum Schluss einfach mal passen und sagen, okay, ich habe keine Antwort. Es könnte vielleicht sein, dass dies und das und jenes, aber ich habe keine Antwort. Das ist doch okay. Das ist doch einfach eine Theorie, die kann man noch mal so stehen lassen. Und deswegen finde ich das jetzt auch total unsinnig, permanent über Leute herzuziehen, indem man sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Das wird ja sogar getan bei Dingen, wo weit und breit keine Verschwörung zu sehen ist und wo wir auch gar nicht über irgendeine gesprochen haben, sondern wo man einfach nur ein Thema begraben möchte und unter den Teppich kehren. Dann sage ich, okay, dann redet doch nicht drüber. Dann lasst uns doch einfach nur drüber reden, ist doch okay. Aber in der Tagesschau wird ja inzwischen ein Drittel der Bevölkerung irgendwie jetzt als rechts diffamiert oder als verspinnert abgetan oder so. Ja, aber das geht nicht. Das ist halt einfach völlig absurd, so etwas zu tun. Und die müssen tatsächlich mal wieder zurückkehren zu einer offenen Debatte und sich dem stellen, was die Menschen interessiert und dem auch mal wirklich auf den Grund gehen. Ja? Wenn ich einen persönlichen Ratschlag geben darf, also wirklich sprechen Sie mehr miteinander. Ich weiß, es ist mit vielen Leuten sehr schwer zu kommunizieren über bestimmte Themen, weil die da einfach so konditioniert wurden vom Fernsehen, dass sie gleich einen Verschwörungstheoretiker in uns zu erkennen glauben. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, sondern haben Sie Geduld. Es ist manchmal wie wenn man mit kleinen Kindern redet. Ja, haben Sie Geduld mit den Ja, ist gut, muss man ein bisschen so quasi Händchen halten und ja, wird schon ganz ruhig. Wir reden mal über ganz einfache Themen und finden Sie einfach Argumente, und die existieren tatsächlich, diese Argumente, mit denen man die Leute einfach zum Nachdenken bringt. Zwingen Sie denen nicht ihre Meinung gleich auf, sondern versuchen Sie einfach denen zu sagen, schau mal, da gibt es das und das, habe ich von dem und dem Wissenschaftler gehört und so weiter. Was hältst du denn davon? Man kann den Leuten einfach auch Fragen stellen. Und dann gehen die mit dem Thema anders um, als wenn ich denen ins Gesicht haue, hey, du musst jetzt mal meinen Standpunkt mal kapieren endlich, du Dummkopf, oder so in dem Stil. Also einfach ist aber manchmal schon schwierig, ne? Also wenn jetzt noch Leute hier Ende 2023 sie wieder Masken aufsetzen, ist schon schwierig, ne? Wirklich schwierig. Es gibt Unbelehrbare.
Es gibt Unbelehrbare, die einfach nur aus Schaden wird man klug, irgendwie nur dieses System noch vor sich haben, um zu höheren Erkenntnissen zu kommen. Aber gut. Ist auch definitiv unaufmerksam. Wenn jeder einfach nur mal guckt, was in seiner Nachbarschaft jetzt passiert ist, nach diesen 3 Jahren, ne? Was mit den Kindern passiert ist, wie psychisch belastet sie waren und immer noch sind. Mhm. Sie angefangen haben, sich zu ritzen, dass sie versucht haben, sich umzubringen, dass sie irgendwie ja, völlig neben der. Ja, es hat viele geschädigte Kinder gegeben. Und das ist leider etwas, die Kinder haben keine so starke Lobby. Ja? Da denkt man immer, ach Kinder, ach, da kümmern sich die Eltern drum. Oder die. Ich kann dieses Verbrechen auch nicht kleinreden. Ist völlig unmöglich. Ich finde, das ist schon Verbrechen, dieses Verbrechen nicht Verbrechen nennen zu dürfen, wie es ja vielleicht manche Staatsanwälte und Richter hier versuchen durchzudrücken. Ne? Einfach indem sie die Falschen zur Anklage bringen. Ne? Also wenn ich vor Gericht sitze, dann möchte ich dort sitzen als Zeuge, aber nicht als Angeklagter. Ne? Ich war selbst Betroffener von der Hetze, von dem Hass, von dem widerlichen Gerede, was die Menschen einfach so weitergegeben haben aus den Mainstream-Medien, die tatsächlich federführend waren in Hass und Hetze und Fehlinformationen. Ja, das kenne ich selbst in bestimmten Maße, dass man, wenn auf bestimmten Webseiten oder sogar im Fernsehen durch den Kakao gezogen wird oder in irgendwelchen Zeitungen, wenn man bestimmte Wahrheiten ausspricht, lassen sich nicht kleinreden. Die Elite sind wirklich ein winzig kleiner Haufen von Leuten. Wenn wir uns dessen immer wieder bewusst sind, dass wir die überwiegende Mehrheit sind, die kleinen Leute, wir sind nun mal die Mehrheit, und dass wir wirklich viel unternehmen und viel ausrichten können, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann schwindet auch unsere Angst vor der Elite dahin. Haben Sie nicht Angst? Denn Ihre Handlanger sind auch Menschen, die Familien haben, die sich haben auch impfen lassen, die haben auch Nebenwirkungen erlebt und so weiter. Das ist wirklich so. Das ist ja auch tatsächlich so, dass Sie grundsätzlich sich Projekte ausdenken, wo die Bevölkerung mitmachen muss. Einfach nur nein. Ja? Und das Ding ist gescheitert. Und Sie haben keine Chance, sich in irgendeiner Weise durchzusetzen. Ja. Das war genau das, was ich am 1.8. glaube ich 2020 oder in der darauffolgenden großen Demo auf meinem T-Shirt stehen hatte, dass ich da nicht mitmache. Und das war schon genug, dass die Gegenseite völlig ausgetickt ist. Was macht denn der da? Das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht mit dem Schwedenfähnchen rumwedeln und sagen, das, was die hier in Deutschland machen, ist alles falsch. Das ist doch eine verschwörerische Einzelmeinung, ein totaler Irrglaube. Ja, und das Interessante ist, in Schweden hätte er mit seiner Meinung offene Türen eingerannt. Und die Schweden sind nun mal wirklich nicht blöde Leute, die keine Ahnung haben von Mikrobiologie. Die haben auch ihre Professoren in diesem Bereich, die haben auch ein medizinisches System, das funktioniert nachweislich, weil ihre Lebenserwartung ist ähnlich wie die der Deutschen, obwohl in Schweden deutlich weniger Medikamente zugelassen sind wie in Deutschland nebenbei bemerkt und wo eben keine Impfkampagnen so in dieser Corona-Zeit propagiert wurden. Also man sieht, wie man ein bestimmtes Volk in einem Land verhetzen kann, im anderen Land läuft wieder ein gänzlich anderes Programm ab. Und dort wäre man ein ganz normaler Mensch, aber hierzulande gilt man als Verschwörungstheoretiker und Bösewicht und einer, der eine Gefährdung für die Öffentlichkeit ist, weil er möchte keine Masken tragen. Das letzte Video übrigens, was ich mit dir gemacht habe, das ist sofort gelöscht worden. Ne? Das haben die sofort getillt. So viel Schiss haben sie davor, wenn wir sagen, frag doch mal nach. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch heute sehr zurückhaltend mit dem, was ich sagen möchte. Ich hätte viel mehr zu sagen, aber ich traue mich ja schon gar nicht, weil die haben eine meiner Webseiten komplett gelöscht. Komplette Webseite. waldiinconcert.de mit Bindestrich, die ist komplett gelöscht worden. Findet sie die noch auf archive.org? Das weiß ich nicht mal. Müsste ich mal nachschauen. Aber die haben selbst den Wiederherstellungspunkt, die Wiederherstellungspunkte haben sie gelöscht. Ach. Also auf dem Server von meinem Webprovider haben sie selbst die Wiederherstellungspunkte gelöscht. Also die gehen einfach auf den Server von meinem Webprovider und löschen dann. Um welche bösen Themen es dort ging. Wer waren denn die Geheimdienste? Das weiß ich leider nicht mal, wer das war. Es kommen mehrere Geheimdienste in Frage. Mehrere.
Und auf einer anderen Webseite, die ich habe, für Dauer wurde 18, da wurden Texte gelöscht und so weiter und Links deaktiviert und, und. Mhm. Und ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber ich möchte weder Rüdiger in Schwierigkeiten bringen, noch mich selbst, noch andere Leute. Ich glaube, das reicht auch noch für heute jetzt. Ja, okay. Willst du noch was trinken? Ich hole mir noch einen Tee wahrscheinlich. Nee, also ich glaube, wir machen jetzt einfach Punkt. Ja. Wir haben genügend gequatscht und uns unterhalten natürlich. Ich sage immer gequatscht und dann sagen die anderen Leute, wir quatschen doch nicht, wir reden doch zivilisiert. Also wenn jemand will, es gibt die Webseite veden.net, Veden mit V geschrieben, Veden, das sind diese vedischen Sanskrit-Schriften, veden.net, kann man sich mal anschauen. Ist auch brav gehalten, relativ brav, diese Webseite, weil die auch schon zensiert wurde und die gehen da einfach drauf und löschen und naja. Aber für mich unvorstellbar, ja. Ist mir ist so. Tatsächlich auf meinen Webseiten noch nicht passiert, aber nach den Dingen, die ich jetzt erlebt habe, glaube ich auch, dass vieles mehr möglich ist. Ja, was soll ich machen? Ich habe ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit erregt bei bestimmten Diensten durch mein Verhalten und weil ich einfach mich getraut habe, Sachen zu machen und zu sagen, die ein normaler Mensch erst gar nicht dran denken würde zu tun. Eigentlich immer nur reden, ne? Immer Fragen stellen, nachbohren. Das heißt also, ja, deine Neugier hat sich zu dem gemacht, was du bist. Also reden verbal und durch schriftliche Informationsverbreitung und so weiter. Ja. Und es kommt halt drauf an, was man sagt und wie man es sagt. Und da kann man wirklich dann in Konflikte hineingeraten. Die haben vielleicht Angst, dass ich bestimmte Namen nennen würde, das möchte ich aber nicht, weil ich auch Rücksicht auf diese Person selbst nehme. Und wie viel besser sind wir als Russland so in solchen Dingen? Gar nicht. Zensur findet statt. Okay. Also habe ich selbst zur Genüge erlebt. Ich war auch schon vor Gericht wegen Sachen, die ich in der Öffentlichkeit gesagt habe. Ein Verfahren hat 3 Jahre lang gedauert. Ich habe es gewonnen am Ende, aber naja. Das heißt, du hast dich mit Meinungsfreiheit durchgesetzt, oder? Ja, also es ist... Ich möchte das Thema nicht auch noch anfangen. Nee, ist schon wieder ein bisschen zu viel. Aber wir sind fertig. Alles Gute, sehr geehrte Zuschauer. Lassen Sie sich nicht kleinkriegen. Wir haben wirklich alle Kraft und Chancen. Und ich weiß, es ist schwierig, aber was soll ich machen? Große Dinge erreichen geht nicht durch Däumchen drehen. Ich will hier keinen auffordern, irgendwelche Leute umzubringen oder was weiß ich, sondern man darf sich wehren. Ja, wenn ich mich gegen einen Angreifer wehre, dann ist es was anderes, als wenn ich jemanden umbringen möchte aus materiellen Motiven heraus. Okay, dann wehre ich mich mal mit einem letzten Satz gegen die Antifanten, die zu mir meinten, wer redet, der handelt nicht. Wer redet, der handelt, sag ich. Ja. Stimme ich zu. Tschüss. Alles Gute.